Hallo Freunde, ich bin's euer Gamepad Hero. Und wir sind hier wieder in einem Viertel und sind auf der Suche nach Bad Bug. Finden hier wahrscheinlich auch. Mit Bad Bug gehe ich ein Risiko ein, aber ich halte ihn für das perfekte Ziel. Er hat nicht viel, aber viel zu verlieren. Leicht einzuschüchtern. Ambitioniert, aber faul. Okay, erst ein Zuhause. Dann das Handy anzapfen. Und alles aufnehmen, was er sagt. So. Bad Bugs Wohnung. Ja, hier, wer war denn das? Hey, wen habe ich gerade gehackt? Ah. Oh, nö. Legen wir quer. Ich hasse es einfach. Ich hasse es. Was ist so toll an diesem Scheiß Minispiel? Ich verstehe es nicht. Du hast gesagt, du fährst mich zum Flohmarkt. Unser Freund Bedbug. Also, was hast du denn schon zu tun, was so wichtig wäre? Arbeit, Kramer, Arbeit! Du hast einen Job? Warum sagst du das so nicht? So ist es nicht, Kramer. Ach, verstehe. Ist kein Job für Tyrone. Ist ein Job für Bad Book. Ach, bitte, Kramer. Bad Book bedeutet noch nicht mal was. Doch, tut es. Das heißt, ich bin Player. Ein Bad Bug kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist widerlich. Ach, so hab ich dich aber nicht erzogen. Ja, bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grandma. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb. Obwohl du so ein Idiot bist. Coole Omi. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. Geht alles gut? Wirst du es nicht kommen sehen? Steige endlich mal ein. Cool, yeah, be rock'n'roll. Warum macht der Rap das? Es ist ein Dorf kontrollieren und komm als Freund. Sag ihnen, alle außerhalb ihrer Mauern sind Gestörte, die ihnen alles abnehmen wollen. Augen und Ohren in jedem Haus. Du weißt, was sie kaufen oder verkaufen. Du kontrollierst es. Wenn dir jemand krumm kommt, verraten ihn die anderen. Also legst du ein gutes Wort für mich ein? Weiß nicht, Mann. Warum denn? Ich will was zu sagen haben. Komm schon. Ich hab deinen Arsch überall hingefahren. Und immer pünktlich, B. Hab dich nie hängen lassen. Nicht einmal, Mann. Stimmt, stimmt. Aber darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Jetzt hör mal, ehrlich. Wenn du aufsteigen willst, ich soll eigentlich nichts sagen, aber Iraq hat Truppen zum Parker Square bewegt. Ich rede mit ihm. Vielleicht nimmt er dich rein. Scheiße, B, nicht so laut! Alles klar. Okay, der fährt hier lang. Fuck, Mann, erwarten die Stress? Sieht aus, als ob Iraq hier alles dicht macht. Was sind wir? Babysitter? Soldaten, Bruder. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Sie sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. Ich weiß das, weil ich beim Vergraben geholfen habe. Mann, sag das auch nicht so laut, B. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will.
Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun habe, Mann. Da. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Irek davon Wind bekommt, dann wird Bedbug auf einer Müllkippe landen. Hier hält er anscheinend an. Oh, ganz ruhig. Oder auch nicht. Danke, Mann. Pass auf dich auf. DMAB. Das gefällt mir gar nicht. Das wird so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Oh mein Gott. Peinlich. Wieso muss er auch in dieser Sekunde seinen Kopf heben und uns dann entdecken? Auf ein neues. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, die fahren hier nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Wir wollen es nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Ficker. Hör auf zu fluchen, Mann. Denk ans Gesetz. Ich sehe ihn doch da hinten, Mann. So. Unsere Chance. Fuck, 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 fuck. Hat noch nie gevögelt. Und vor seine Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Die Sonne blendet. Big B im Anmarsch. Was geht, Bees? Kann ich mal zu Lil Juice? Ja, du kannst. Allein. Noch ein Wunsch? Leck mich, Mann. Das kommt, ja. Yep. Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club Irek nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. Schauen wir den sicherheitshalber mal um. Keine Lust, nochmal entdeckt zu werden. Der sieht uns nicht. Der da drüben auch nicht. Wow. Schnell, schnell, schnell. Rabbit, was geht? Ich hab was Interessantes. Hauen wir ihn sich jetzt halt um. Nein, nein. Nein. Och nö. Das wird er so absperren. Da könnten wir gleich selbst nochmal alles von vorne. Ja, nicht raus. Nicht mehr. Denen ist das Viertel doch scheißegal. Echt beschissen, Mann. Ich sehe es so. Wir wollen's nicht. Es gehört uns. Jetzt sind wir die Bullen. Du hast das Recht, mir einen zu blasen. Mann, du bist irre. Du hast das Recht, die scheiß Klappe zu halten, Ficker. Hör auf zu fluchen, Mann. Das ist das Gesetz.
doch noch nie gevögelt. Mann, fasst euch kurz. Hast du die Karten? Klar, B. Den Nummern auch? Ja, sind drin. Und Irex Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Wieso hören wir die eigentlich über seine Tonaufnahme, wenn die zwei Meter von uns wegstehen? Ich fahr auch gleich rüber. Was meinst du? Riechen die irgendwas? Nein, und anscheinend vertraut der Club bei Rack nicht mehr. Gut. Die Geschäfte machen sie bald mit mir. Wenn ich das Sagen hab, werde ich dich nicht vergessen. So, hauen wir den nochmal um. Oh nee. So. Kurzer Prozess. Soll aber die einzigste Leiche bleiben. Rabbit, was geht? Ich habe was Interessantes für dich. Vertrau mir. Dann erzähl mal. Nicht hier, B. Treffen wir uns. Hast du Cash dabei? Immer. Warum? Na, das wird dich was kosten. Das ist es wert. Ehrlich. Das werden wir ja sehen. Das F-Wort. Soll ich Iraq anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingelassen habt? Ist aber keiner rein, B. Die ganze Crew ist draußen, ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Folgen wir ihn mit den Kameras. Ah, hier haben wir Rabbit. Gary Dix. Einkommen $18,000. Okay. Sprech. Hey, ich will 500 für die Info. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Iraq nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Es bahnt sich ein Verbrechen an. Mann. Ich habe keine Ahnung, wie wir da eingreifen sollen. Iraq ist ein verficktes Problem. Okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, das ist es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegt. Das ist doch scheiße, Mann! Wow, hey, was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ich verrate... Ah, perfekt, Mann! Zufällig stehen sie genau neben seinem Rohr. Wenn ihr das Schwein seht, knallt ihn ab. Dann raus, Fies. Ihr macht das. Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Breaks? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Das nimmt kein gutes Ende. Mit X sagen wir ihm, wo er hin soll. Dann geht er am besten erstmal hier hin. Okay. Ich glaube kaum, dass er sich irgendwie wehren kann. Scheiße, Mann!
Oh oh. Das klappt nicht. Oh oh. Das war wohl nichts, aber. Naja. Er scheint unsterblich zu sein. Tu, was ich sage, und du wirst belohnt. Irank will Bedbug umbringen lassen. Ich muss sofort dahin und mich um diese Typen kümmern. Ah, die rennen mir jetzt alle schön hinterher. Und ich kann mich in die andere Richtung verpissen. War nicht so geplant, aber scheint auch so zu gehen. Und schnell weg aus diesem Gebiet. Dieses Fußvolk bedeutet Irank nicht viel. Aber eine Gang kann sich keine Schwachstellen leisten. Das habe ich schon oft gesehen. Wenn die nicht liefern, dann werden sie kalt gemacht. Aber wenn Bedbug überlebt, zeigt, dass er es drauf hat, wahrt Irank nicht nur sein Gesicht, er wird ihn umarmen, mit ihm angeben. Kommt der NBA-Legende da hinten? Einen neuen Skillpunkt. Maurice jammert mich ständig voll. Er meint, du verstehst alles falsch. Er meint, er wäre reingelegt worden. Jammer, jammer, buh. Hey, darf ich ihm ein paar Löcher in die Kniescheibe machen? Nein, darfst du nicht. Du bist so berechenbar. Ob ich dir nochmal einen Gefallen tue? Apropos. Du brauchst einen Gefallen. Ich lege einen Hinterhalt. Und du musst mir Sprengstoff besorgen. Kriegst du das hin? Ich kann alles. Will ich es machen, lautet die Frage. Oh, warte. Oh, warte, ja. Weißt du was, das passt super. Ja, ich sammle nur noch schnell die Jungs ein und treffe dich dann da. Okay, aber bevor wir uns mit ihm treffen, machen wir eine kleine Pause und sehen uns dann im nächsten Teil von Watch Dogs.